Ich komme. Blumen. Luki. Wir gehen. Wow, na komm, wir gehen jetzt mal raus. Guten Morgen. Ich bin im Laden. Ich habe gerade einen MP3-Player ausgepackt. Von 2006 ist der. Der war neu verpackt, noch nie ausgepackt. Er hat natürlich unheimlich wenig Speicherkapazität. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist folgendes: Ich packe den aus. Dann hat er ja so eine Anti-Rutschbeschichtung. Und wenn man die dann anfasst, die löst sich auf. Ihr kennt es ja bei diesen Kunststoffdingern nach 30 Jahren oder so, ja. Das ist ja dieser Schaumstoff. Olbet, aber von 2006? Ey, der ist nicht mehr brauchbar. Der hat noch nie eine Batterie gesehen, nicht, ja nicht. Aber er ist im Arsch. Ich fasse da an hier und dann schmiert er hier rum. Ist unglaublich. Ich guck mal, ob ich das mit Feuerzeugbenzin sauber kriege. Ich schau mal. Das Oberteil habe ich sauber gemacht. Aber ich hab's ja eh vergessen. Das ist ein kleiner Speicherstick für irgendwie. Ein paar Bilder und der Fotos. Für mehr nehme ich den jetzt auch nicht mehr. Jo, die Kopfhörer sind gut, die dabei sind. Ja, liebe Leute, es gilt vorzubereiten. Und zwar hier der Achsbruch von gestern Abend, der mich schockiert hat, wo ich dann nicht mehr weitergemacht habe. Da muss ich den Reifen runter. Und dann habe ich noch ein komplettes Rad, was demontiert werden muss. Und dann habe ich noch zwei Speichen, die ersetzt werden müssen. Und dann haben wir ja auch noch die Bremse, die wir montieren müssen bei dem BMX. Das kommt alles heute, ist bestellt. Ja, du hast schon ausgelastet so ein bisschen, ne? Ventil wieder ruf. Also Abschlussring ruf. Fertig, kann warten. Bremszüge müssen noch neu. Bremszüge neu bereite ich auch vor. Fertig, Nummer 1 ist fertig. Vorbereitet. Neue Bremszüge sind drin, vorne und hinten. Jetzt warten wir auf das Hinterrad. Hier bei dem Rad sind drei Speichen rausgeplatzt. Ja. Das hatte ich frisch eingespeicht. Mal frisch eingespeicht, so jetzt ist auch schon fast ein Jahr her. Da habe ich das mal eingespeicht. Und jetzt sind drei Speichen raus, weil die gute ist im Gartentor hängen geblieben. Also in so einem Spielplatztor, was automatisch zugeht, so ein Eisentor, und das ist dann drin in die Speichen und dann weiter. Ich schub, pack, knack, 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 drei Speichen raus. Die müssen wir ersetzen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht groß verbogen, aber eigentlich dürften es nur die Speichen sein, die weggebrochen sind. Genau am Nippel. Schauen wir mal. Jetzt baue ich es aus und dann sehen wir weiter. Felge muss immer blank sein. Da. Der ist raus und der ist raus. Die Nippel sind alle raus. Jetzt kommen die neuen Speichen rein. Tommy Art. Warte das. Einspeichen Tommy Art. Warte das Video. Ich weiß das nicht mehr. Na, wer weiß. Habe ich doch auf alle Fälle was kalt. Habe ich wirklich vom Kamin gesessen. Glaube. Okay. Next one. cm Schaftvorbau. Ist ein bisschen lang, haben wir nicht. Für Lastenrad. Bezweifle, dass er so was finden wird.
Schauen wir mal rein. Ja, toll, war da die ganze Zeit mit dabei über diese langweiligsten Reparatur ever. Mit Speichen einziehen. Einfach nur die Speicherin drehen. Muss ja auch mal sein. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde rum, ist ja furchtbar. Ey. Ich würde es am liebsten löschen, ey. Egal. Die Klasse drin. Oh, ja! Yeah. Ah, boah, wie Versteck oder was? Hat er mich gesehen, hat er Versteck. Nee. Hat die verlängert die Ladebohr, das ist schön. Ja. Guck mal, ich bin in die Suche da, diese Felge. Diese komische Nummer. Felge? Ja, Felge. Das ist die Nummer. 590. Ja, genau. Hinterrad, drei Gänge, alte Samir del Prats. Was brauchst du? Felge. Nur die Felgenrin? Mit der einen Nadel. Da muss ich einen montieren. Samir del Prats. Weil ich habe nicht mehr. Ja, wer hat sowas? Ich habe nur Vorderradlobe da. Ja, scheiße. Also gebraucht noch, ne? Gebraucht. Ja, klar, gebraucht. Das ist eine Richtung so Hollandrad, drei Gang, du weißt wie es ist. Ja, nee. Das ist in diese Richtung. So wie Sport, alte Sporträder. Oh, das neue Laufrad ist gekommen. Ich habe die Decke schon drauf gemacht. Ein ganz schöner Akt. Sperrt ja schön auf dem Ding. Und jetzt kommt die Achse rein und dann kommt das ins Rennrad rein. Quatsch, nicht Achse, sondern hier, Tisan. Schnellspann, Anti-Schnellspann, Anti-Diebstahl, Steckachse. Das ist wichtig bei so einem Ding. Dann brauchen wir noch das Ritzelpaket. Kriegt das dann jetzt überhaupt hin? Ja, aber. Jo, das passt. Und dann baue ich es ein. Ja, was hast du denn schön? Guck mal, das hier. Was denkst du, ist das gemalt oder ist das ein Stich? Quatsch. Der ist ein Druck. Oder ist das ein Druck? Das ist ein Druck. Ganz sicher? Guck mal mit der Lupe. Ja, gib mal. Na, fast, ich hab mal einen Fahrer ja. An dir. Nehme ich ist da doch immer an dir, ja. An dich, Wolf, ja. Wo ich erst mal dran Schluck trinken. Na, siehst du. Na, dann überleg noch mal, genau. Was für eine Frage. Der muss einen Schluck trinken. Okay. So. Damit er nicht so viel schnappt. Nee. So, jetzt, ja, so. Und zwar, du hast doch, verkaufst du bitte auch bei euch so Briefmarken, auch da vom Bahnhof, bei dir aus Bahnhof? Verkaufen? Ja, oder, ja, Briefmarken. Du redest, du meinst wegen deiner Briefmarken. Ja, ja, aber ich sag ganz ehrlich, wie es ich ist, Wolle. Das möchte ich nicht. Weil ich keine Lust habe, dich zu enttäuschen. Okay. Ja, dann enttäusche ich nicht gleich. Ja. Sag ihm noch, die Briefmarken, die du hast, Wolfgang. Hast du Briefmarken? Ja. Ja. 6 oder 7 Album. Ja, und aus welcher Zeit? Die Zeit da gerade. Seit 1954, 55. Kannst du alle in die Tonne schmeißen. So, Enttäuschung geglückt. Ja, nee, ist ja so. Ja, wenn jetzt ja, anfängt, ist wirklich so. Wenn er jetzt anfängt zu weinen, musst du ihn trösten. Ja. War beim letzten Mal war das schon das Gespräch, auch bei den Briefmarken. Keiner gibt mir einem was, für was der jahrelang gesammelt hat. Keiner gibt mir einem was, Wolfgang, was man jahrelang gesammelt hat. Du musst dich damit abfinden, das ist leider so. Du kriegst, egal ob DDR, BRD, ab dem Jahrgang kriegst du keinen Cent mehr. Egal ob mit oder ohne Furz oder mit Steuer oder ohne. Ja, mit Stempel bei. Ja, mit Stempel, ohne Stempel. Was für ein Stempel? Ich hab bei mir in den 80er Jahren, naja, habe ich mir von der Post schicken lassen. Immer gestempelt, immer ungestempelt.
weil ich ein Sammler bin, ne? Und naja. Ist nicht wert, Wolfgang. Kannst du in eine Tonne treten. Kannst du mit als Makulatur nehmen. Wenn du mal Tapete irgendwo was lose ist, klebst du Briefmarke drunter. Ja? Kannst du vergessen. Oder du tapezierst deine Küche damit. Okay, wir ja. Lesen Original. Tinte. Ja, ne? Federzeichnung. So. Federzeichnung. Federzeichnung. Ganz feine Federzeichnung. Na ja, gut. Gutes Papier. Was wolltest du jetzt hören? Das ist Millionen wert oder was? Ach, da kriegt ja man eine Tür. Da war der Wolfgang, pass auf, ich mache ein Gebot. Wie viele Alben hast du? Achte. Ja, sagen wir mal acht. Sagen wir mal acht. Ich gebe 30 Euro. Jetzt bin ich ja unsympath. Das ist in Ordnung für mich, ist scheißegal. Ist kein Problem, bin ich sowieso, weil ran im Hof ist scheißegal. So, jetzt ein Birch, ist das 30 Euro hier. So, dann guckst du. Ja, jetzt überleg nicht noch, sag nee. Wollte ich sagen, ja. Ach, jetzt hör doch auf. Warte, jetzt für alle deine Briefmarken. Jo. Ja, dann hol her. Jetzt musst du dir 30 Euro. Jetzt muss ich nehmen. Jetzt zeig Arschkater, siehst du? Hätte ich schwören können, der sagt nee. Ja. Ja, na dann gib mal her. Ich weiß mal, kommt damit so heftig, weißt du, diese. Nein. Läsch. Nein. Nein, das ist keine Hälfte, das sind dünne, dicken Alben sind. Ja. 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 Viel Spaß. Nehme ich. Hallo. So, was noch? Hallo. Wir bohren heute, ne? Richtig. Ja. Wie, ihr bohrt heute? Was ist denn das für eine Konversation auf der Straße? Was? Wir bohren heute. Das stimmt. Ja, wir bohren heute, weil wo gebohrt wird, muss nicht genagelt werden. Das ist richtig. Zum Beispiel. Ja. Genau. Das ist ja furchtbar hier. Und ja. Wann komme ich? Na, nach dem Bohren kommt man. 17 Uhr. Okay. 17.30 Uhr. 16.30 Uhr. Okay, dann müssen wir uns beeilen, weil ich um 18 Uhr einen Kunden habe. Was? Das ist ja wirklich eine Konversation. Bohren, Nageln, kommen. Kommt nächster Kunde. Ah, Carsten, ey. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Federzeichnung. Schön. Ich habe eine von ihnen gefunden, die wurde verkauft für 12.000. Ich habe 240 Euro gezahlt, mit viel Druck. Ja, es ist ein schönes Papier. Das nimmt es kaum auf, die Tinte. Also das ist gut. Also deswegen sieht es am ersten Moment aus wie ein Druck, weil es so jetzt stimmt, oben drauf liegt. Was für ein Papier ist das? Das ist ein gutes Papier, das ist ein guter Karton. Hey, damals schon Papiere ohne Ende. Das hat kein Löschblatt, ne? Da habe ich gesagt, ein Foto habe ich gefunden von Krajewski bei Van Ham, exakt diese Größe. War ausgerufen für 500, gebracht hatte 650. Und ich habe gesagt, so, ihr macht das ganze Album rein mit einem Startpreis von 1,5. Wie soll ich sagen, ich guck da gehörig, wenn ich will, ja auch nur los, ja, auf Deutsch gesagt, was ist das, Carsten, ja, ich kann das erklären jetzt, wenn mir mal was passiert. Muss er ja nicht erklären. Nee, wenn mir was jetzt passiert, keiner wird sowieso weggeschmissen, ja, und das ist klar, mir tut das auf eine Art, wenn ich jetzt selber wegschmeiße, tut mir in der Seele weh, ja. Wenn ich jetzt einen anderen gegeben oder er hier sowieso oder ich schmeiß es weg, 30 Euro, ja. Tut's mir auch weh. Ja, naja, du wirst dir vielleicht doch irgendwie einen anderen los oder so, was kannst du vielleicht doch im Internet machen oder was ich nicht, was ich nicht habe, ja. Ist klar. Ich krieg doch Unischien, ja. Siehste? Der ganze Rost ist jetzt total bröselbrösel. Sorry. Okay. Film mal für die Nachwelt. Yes, please. Das kann man auf jeden Fall als warm bezeichnen.
gut. Naja, guck mal, die liegen da unten. So. Neben dem blauen Schrank müssen die sein. Der ist nicht mehr so schön. Und der ist ja auch nicht mehr so schön. Jetzt kommt der Ruf. Dann die rechte Scheibe, Gummi. Dann den Flummi-Jummi. Noch ein Flummi-Gummi. Noch ein Flummi-Gummi. Oh yeah. Dann die andere Scheibe und dann die Mutter. Dann die andere Scheibe und die Mutter. Hier. Soll man ein bisschen Fett drauf machen? Aber auch nicht zu doll, wenn es hier. Klar. Das ist ja die Vorspannung. Ja, muss schon Vorspannung sein. Ja. Das geht ja nur bis zu einem bestimmten Punkt, die Winde. Das geht ja nicht durch. Ist ja nicht so, dass du das jetzt hier machen kannst, bis sie so dünn zusammengepresst sind. Das wäre. Ich dachte bloß, dass es dann halt trotzdem noch irgendwo dämpfen sollte. Also, dass sie noch irgendwo einen Weg haben sollten. Das machen sie doch. Aber du musst doch erstmal das Ding stretchen. Ja, ja. Das sozusagen, das musst du erstmal runter, weißt du? Ja, ja. Das war ja gar nicht mehr eben, hast du ja gesehen. Wenn ich das hier runtergedrückt habe, bei dem alten Puffer, konntest du den alten Puffer drehen. Also der hat ja nicht gelastet, sondern der war ja. Der war verformt. Der hat ja keine. War halt ausgelöscht. Ja, ausgelöscht. Das musst du schon, das ist schon. Gute 8 cm gebracht. Geil. Wahrscheinlich poppelt da jetzt so durch die Gegend. So. Ohne Gewicht auf jeden Fall. Ja, also. Musst du Zementsäcke drin packen. Ja. Aber so eine Ladung Zement mit dabei, so eine Tonplatte, die reingehoben wird. Sag mal, kriegt man so einen Teil getüftet jetzt doch. Naja. Innen drin mit den kleinen Winkelchen, das nimmt doch kein TÜV mit rein. Natürlich nicht. Mann, oh Mann. Wie weit? Also wann hast du mitbekommen, dass Ende war? Naja, guck mal ungefähr, wie viel dann da rausguckt noch bei mir. Das ist noch eine ganze Menge. Der Rest presst sich ja raus. Fett ist nicht verkehrt. Von da vorher, ja? Ja, das Kabel. Stil, nicht Kacke am Stiel. Das ist Kacke am Stiel. Da alles dann hast du, was brauchst du, was suchst du, was willst du? Ich krieg die Schraube nicht mehr. Rasselbande. Die Mucke. Thank you.
Nee, du willst jetzt nicht in der Boxengasse. Gut, dass ich da jetzt erstmal nicht mehr arbeiten muss. Hat er mal gut mit da getan. Haben wir gut gemacht. Ja. Neue Dämpfer für den Hänger. Neue Dämpfer für den Hänger. So dritte. Du hast eine Auge kurz, ja? Ey, ich habe hier ein wunderschönes Billigrad, ein Billigstrad. Schaut mal schon mal. Kennt ihr Decathlon? Ein Traum in Stahl. Beatwin. Oder so. Ein, wie heißt das? Elops. Eklops. Elops 100. Kostet ist ja wahrscheinlich der Preis, der drauf steht. Elops 100, 100 Euro. Für den Preis kriegt man dann auch wackelnde Hinterräder schon nach wenigen Wochen. Tja, ich habe zu dem müden Mann gesagt, ich sage, ich werde sehen, was ich tun kann, aber Trad bleibt Schrott. Fand er auch wieder mal sehr amüsant, sagt er, wie gesagt. Ich mache hier keine große Devise. Das wird ausgebaut, sich angeguckt und dann weiß ich, was mich erwartet. Das ist einfach groß ohne Schinhauer. Das ist halt ein Billion, aber es ist ohne irgendwie viel Feingefühl zusammengeschraubt. Und dann schraube ich das richtig zusammen und baue es wieder ein und das war's. So, schauen wir mal, wie dann aussieht. Oh, es läuft wieder. Es wackelt nicht mehr. Läuft wieder. Gibt den billigen Teilen eine Chance, aber nur wenn die Lager fest sind. Der Kollege ist ja hier über was richtig Schönes drüber gewischt. Moin. Ja? Was ist? Ich hab einen Schlüssel. Ja? Kann man sowas bestellen? Ja, musst du online machen. Muss ich online machen? Ja. Achso. Da ist eine Nummer drauf. Ja, also das sieht online, ja? Über abus.com. Ah, okay, alles klar. So einfach ist das. Ja, naja, ob das einfach ist, weiß ich nicht. Ach so. Also ich habe so eine Strecke und das ist abgebrochen. Vorhin. Mhm. Ich habe nur hier Schlüssel. Oh, das ist okay. Schlecht. Nee, kannst du online. Wie lange das dauert, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ah, das wusste ich nicht, dass das geht. Ja, ja. Super, danke. Bitte, bitte. So, da ist er. Papa. Ja? Das ist gut, ja. Hier war eine Bierflasche. Ja. Müssen wir mal neu machen, neuen Schlauch hin. Ja. Jo, ich räume mal ein. Es geht wie immer länger. Es ist furchtbar. Eigentlich, ich schaffe es nie hier pünktlich rauszukommen. Meine Kinder sitzen noch am iPad. Wie gebannt. Und ich packe ein. Wir sind. Vor allem mit Husten. Ich kann irgendwann nicht mehr reden, ohne zu husten. Wir sehen uns morgen. Alle Tüte. Schlaf gut. Bis dann. War auch gerade besonders heute eigentlich nicht. Wir sehen uns dann. Bis morgen. Ciao.